Ja, Freunde, heidi ho, zurück. Aufnahme Nummer 15 jetzt hier bei Let's Play Burnout Paradise. Ich habe mal ausnahmsweise direkt ein anderes Auto genommen. Ruhig, ne? Ja, ich habe mal direkt ein anderes Auto genommen, sonst wäre ich hier mit dem fetten Wanst, hier dem Inferno Van rausgekommen. So, und jetzt sollte eigentlich auch die erste Bauchbinde zu Ende sein. Also, Play. Zu laut. Moment. Mal schauen, ob ich es noch lauter mache. Oder doch ein Ticken. Und ein Ticken leiser. So. So. Nein, ja, wir haben jetzt, um einmal hier die letzte Aufnahme wieder aufzugreifen hier. In der letzten Aufnahme haben wir nämlich die letzten Market Man Events abgeschlossen. Ich fahre mal ein bisschen rum. Hoffentlich kann ich mir. Oh Gott. Ich mache eben so. Also, wir haben einmal die letzten Market Man. Ja, doch, Market Man Events waren es. Ich weiß gerade gar nicht, was ich gerade eben gesagt habe. Egal. Haben wir abgeschlossen in der letzten Aufnahme. Und jetzt fehlen uns nur noch drei Autos. Ne? Eins davon zum Abschießen, eins davon durch eine Burning Route und eins davon durch die Showtime-Rekorde. Und jetzt gäbe es ein paar Möglichkeiten. Ich habe mich natürlich jetzt schon für eine entschieden, aber ich werde natürlich alle euch nochmal unterbreiten. Und zwar entweder mache ich jetzt alle Events. Man braucht für das letzte Auto nicht alle Events. Nur mal, um es schon mal vorweg zu sagen. Braucht man nicht. So, ja. Ne? Also, ich kann jetzt entweder alle machen, danach die Showtime und danach kommt das letzte Show. Oder ich mache jetzt alle. Erst alle Showtime und dann alle Dings. Alle Events und danach das letzte Show kommt eh immer zum Schluss. Oder ich mache ein paar Events bis zum nächsten Auto und danach bis ich die letzten beiden Autos hier durch die Events habe, dann die ganzen Showtime-Rekorde und dann die Show, genau, die le letzten Events. Es ginge noch alles durcheinander, so hier und da mal, hier mal ein paar Showtime, hier mal ein paar Events, aber das ist mir viel zu unsortiert, so. Ich will es ein bisschen sortiert haben, ein bisschen geordnet, sag ich mal. Strukturiert, so, genau. Und ich werde mich für die letzte der drei Varianten entscheiden. Nämlich, dass ich jetzt erstmal bis zum nächsten Auto race. Und ich, ja, dann noch die Burning Route und dann die Showtime. Jo, weil das ein bisschen, es ist, glaube ich, von den drei Möglichkeiten die meiste Abwechslung. So. Aber. Wow, da wäre ein Auto, war ein Auto. Wow. Ich sehe nichts. Ach, shit. Okay. Du-lu-lu-lu-lu. So. Was mache ich denn? La-da-da. Boah. Au. Täter kassiert, oh no. Wow, was für eine. Also der Martian Draht Sound war gerade nicht so die Burner-Grafik, aber okay. Ach, fuck. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das gerade hier ein bisschen, dass hier gerade ein bisschen was abfuckt, weil die Framerate gerade ein bisschen unten ist. Ach, scheiße, vielleicht sollte ich mich auch mal drauf konzentrieren, wo ich hinfahre. Ich glaube, ich muss das neu starten.
So. War das ein Ray? Win? Jawohl! Erster Platz! So. Nee, das ist ein bisschen. Oh. So. Ein bisschen. So. Wir wollen ja nicht zu laut, ne? So, vielleicht habt ihr auch gemerkt in der letzten Aufnahme, dass ich da die Bauchbinden mit den Titeln, meine Güte, 22 Frames, das ist ein bisschen strange gerade. Wow. Ich glaube, ich mache gleich mal eine kurze Pause. Ich mache noch ein Rennen kurz und dann werde ich mal irgendwie ein bisschen was im Hintergrund ausschalten. Ich weiß gar nicht, was ich gerade alles anhabe. Skype kann aus. Ist unnötig. Also mit 25, 26 Frames, das ist schon ein bisschen doof. 27 geht eigentlich, aber so 29 wäre schon das Beste. Das ist so das, oder 30 halt, das ist das, womit ich immer aufgenommen habe. Oder womit ich gespielt habe, sagen wir so. So. Wow. Kollege, bist du bescheuert? So, wo muss ich eigentlich hin? Ich hab's vergessen. Coast Guard. Okay. Alles klar, dann muss ich aber nach oben. Was mache ich denn? Uah, riskant, ey. Ich hätte auch auf die I-88 fahren können. Dann wäre ich da nämlich jetzt oben, hätte geradeaus runterfahren können, aber naja. Ah, jetzt fahre ich gerade mit 30, das ist schön. So. Dum, dum, du, du, du. Den Text, den kenne ich nicht. So. Ja, letztes Mal habe ich auch das ein bisschen eingestellt, ne, von wegen Synchronität. Mal schauen, ob ich es diesmal wieder hinkriege, weil das war... Ich habe die Sachen nämlich gefunden, ganz gut, wo ich da mitgesummt oder gesungen habe. Und da konnte ich das eigentlich ganz gut einstellen. Wenn ich hier wieder sowas finde, dann wird es wahrscheinlich wieder so sein. Aber wenn ich da sowas nicht finde, dann wird es relativ asynchron. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, ne? So, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade mal hinfahren soll. Ich fahre mal eben hier runter. Du, ja, so. So. Und morgen ist Samstag. Ist aber nicht so wichtig. Morgen werde ich wahrscheinlich mal irgendwas Neues aufnehmen. Ich bin einfach gerade mal voll wieder drauf, dass ich mal wieder was Neues aufnehmen will. Im Moment ist es so, ich lade gerade. Also momentan laufen aktiv. Lego Star Wars komplette Saga. Oh ja, das kann man auch lassen. Oder ob es noch ein Rennen, okay. Moment. You race me right. Should be the light. Should pen and strife. Should. Ja. Also, was wollte ich sagen? Bei mir laufen aktuell hier Burnout Paradise, Lego Star Wars komplette Saga, Diablo 3, was momentan ein bisschen, ja, lückenhaft kommt. Ja, weiß ich nicht. Ich komme gerade nicht dazu, die Sachen irgendwie zu schneiden. Oh, perfekt. Keine Ahnung, wo der sich gerade hingedreht hat und so. Naja, was wollte ich gerade sagen? Genau. Und eigentlich halt noch
Dead Island. Also, ja, das ist aber gerade mal wieder in einer kurzen Pause, weil wir da mal wieder nicht aufnehmen. Aber das ist ja... So. Ich fahre mal hier oben lang, einfach nur so aus Spaß. Mal schauen, ob das was wird. So. Also im Moment bin ich angeblich 8er von 8. Kann natürlich sein, dass ich neu starten muss, aber... Weil, naja. Aber die Windfarm ist halt auch hier oben, wenn man hier lang fährt. Aber die ist wahrscheinlich recht weit weg.